So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer Folge von Battlefield hier auf dem wunderschönen Kanal. Heute sind wir in einem Flieger unterwegs und mir gefällt das sowas von. Bin mal gespannt, ob es nachher auf damit abbricht. Die müsste ja eigentlich abbrechen, weil ich es aus Versehen wendet habe und... Oh fuck. Ich fahr mal kurz weg. Flieg mal kurz weg. Zu spät durch Nacht und Wind, das ist später mit sein. Ach du Scheiße. Keine Chance. Nein, ich hau hier ab. Darf ich bitte sterben? Ach du Scheiße, Leister. Oh fuck. Ah, puh. Ja, also wie gesagt, die Aufnahme müsste gleich beenden, weil aus dem folgenden Grund, ich habe es eigentlich beendet und dann wieder gestartet und dann spielt das ja bei mir ein kleines Spiel rum, aber alles nur Probleme, denn wir sind der Mensch, wir kriegen das alles hin. Wir haben das schon so oft erlebt und jetzt sind wir aber im Krieg von in der Wüste. In einem fucking geilen Panzer. Ich möchte bitte zur Seite, damit wir ein bisschen mehr Sicht haben. In der Sache, was hier passiert, wir können nicht auf die Fahrersitze gehen, wir können nur nach hinten auf die Seite gehen. Kriege ich leider keinen ran. Und das war ein Bomber. Schick. Ach ja, Leute. Ein neuer Tag, ein neuer Krieg. Einsatzziel Cäsar erobert. Landkreuzer. Endlich haben wir mal wieder einen Panzer. Und das freut mich. Weil wir so selten ein Panzer unterwegs sind. Freut mich das so extrem, dass wir gerade Panzer fahren dürfen. Wir haben 5 Plätze drin auf dem Parkplatz, okay. Aha. Gut. Also es gibt Sachen, die habe ich hier noch nie miterlebt oder gesehen gehabt. Auch ein bisschen spannend für mich, weil ich Panzer sehr selten fahre. Warum habe ich keine andere Waffe? Mensch, was bin ich hier drinne? Dass ich nur so eine Kackwaffe habe. Ich bin doch als Sturmi drin, oder? Ja, Sturmsoldat. Sie graben. Ja, warum habe ich... Komm, wir gehen als Versorger rein. Leck mi... Oh, fuck, zu spät getippt. Leckos Miro. Pflanze wieder was verloren. Schick. Alter. Was ist denn das für eine Runde? Wie sieht's mit den Punkten aus? Wir verlieren wieder mal. Ja, klar, das war klar. Hier, ach fuck, ich wollte gerade einen Panzer sehen. Ah. Jetzt spät durch Nacht und Wind, das ist der Töter mit seinem Kind. Ja, ich habe heute erst 2 Aufnahmen gemacht. Oder 3 mit der anderen Battlefield-Folge. Und da ich habe ja, ich mache hier sowieso so immer ungefähr eine Woche vor Produktion. Das ist ja bei mir normal. Da haben wir noch etwas zu tun. Also, oder ich. Schneller jetzt! Alles klar. Vorsicht! Verlieren Einsatzziel Cäsar. Komm schon, mein Freund! So muss das gehen.
Ah! Mit einem Luis Gun. Wenn sie muss es langsam hinbekommen. Sonst haben wir irgendwann mal kleine Probleme, vor allem mit den Punkten. Wir sind 29 da. Für 29. Ich weiß, die letzten Folgen waren ein bisschen strukturiert und nicht, aber Kampfballer sortiert. Da hat mit der Luis Gun hat er mich getroffen von der Entfernung. Also die Map ist sowieso nicht meine Lieblingsmap, aber ich dachte mir so, man muss auch die Unlieblingsmap mal zeigen, um ja. Wir haben Einsatz. Es gehört einfach dazu, auch mal die Scheiße zu zeigen. So sehe ich das. Man muss nicht immer das zeigen, was man lieb hat, weil das Spiel besteht nun mal aus Scheiße und aus guten Maps, die man selber so für sich empfindet. Und für mich ist diese Map zum Beispiel richtig scheiße. Und das kann man auch ruhig sagen. Das darf man auch ruhig sagen, finde ich. Und ja. Wie gesagt, so finde ich das eben. Ich kann jetzt nicht nur meine Lieblingsmap spielen, weil ich habe jetzt einen Kanal mit einer Seite. Irgendwas mit Tech. Ja. Muss ich sagen, mir persönlich nicht genau das, was mir gefällt. Aber es hat aber auch irgendwie sowas, einfach mal die Meinung zu sagen. So ungefähr, was mir gefällt, was einem nicht gefällt. Und ich finde das scheiße, jedes Mal auf dem Pferd zu starten und nicht auf dem Panzer, weil ich Panzer liebe. Ja, und ich rede mir langsam den Mund fusselig, merke ich. Was mache ich aber auch sonst? Ich habe jetzt bisher noch nicht aufs Handy geguckt in dieser Runde. Das muss ich dann auch mal machen. Weil ich die ganze Zeit Nachrichten bombardiert bekomme, so wie hier. Wir gucken jetzt mal rein. Da war ein Panzer! Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Alles klar. Spawncamper. Meine Meinung, Spawncamper. Was da, wie das gerade hier aussah. Panzer noch da, Panzer weg. Oh, was ist denn das für eine Runde hier? Gott verdammt, ich muss eindeutig mal mir Leute suchen. Vielleicht schaut der Rolli zu. Rolli, quatschen? Wir beide? Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Nee, Spawn kennen wir es doch eigentlich, wenn man vom Spawn aus jemanden töten. Oder? Also wenn man nur am Spawn hängt und jemand tötet. Ich raste gleich aus. Was ist denn das? Guck mal, ich habe 9 Tode. 9 fucking Tode in einer fucking Runde. Verfickte Scheiße, leckt mich doch am Arsch. Wir haben nirgendwo eine Chance, irgendwo reinzukommen. Ich versuche jetzt zu G zu reiten. Also jedenfalls gehen wir dann in den Panzerzug. Und ich würde auch sehr gerne sagen, dass wir einfach mal warten, bis der Panzerzug da ist. Falls wir dann davor sterben, würde ich fast am liebsten auf den Panzerzug warten, damit wir so schnell wie möglich auf den Panzerzug einsteigen können. Weil ich habe sehr, sehr selten, habe ich den Panzerzug gezeigt.
Warum auch nicht? Bomberflugzeug reinfliegen, leck mich. Bomber. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Das ist mir jetzt scheißegal. Mit 1 und 2, ich hau beides rein. Der Feind kontrolliert alle Einsatzziele. Der Feind kontrolliert alle Ziele! Unser Panzerzug ist unterwegs. Was ist unser Panzerzug jetzt unterwegs? Ich habe zwar keinen verwundet so richtig. Zwar eine Reichweite. Der Feind hat die Oberhand. Wenden. Ja, klar. Den einen Fickfatz habe ich nie bekommen. Leg mich doch am Arsch. Unser Panzerzug ist eingetroffen. Komm, komm, komm. Ich will den Panzerzug. Ich will den Panzerzug. Ja, irgendwann Platz im Panzerzug. Albert erobert. Ja, wir haben einen fucking Panzerzug. Wir müssen noch versuchen, den zu halten und ganz zu lassen. Wir sind alle voll besetzt. Nice, nice, nice. Mal einfach die gefährlichste Waffe im Spiel, oder? Er hat schon einiges abgekommen. Alter, bekommt richtig hart ab. Was soll denn das denn bitte? Alles klar. Ah, da war der scheiß Panzer, der uns die ganze Zeit tötet. Also wir sind gleich tot mit dem Panzerzug und das ging relativ schnell. Ich will ihn reparieren. Geil, ich wurde befördert, geil. Wir verlieren mit dem Panzerzug. Wir verlieren gottverdammt mit dem Panzerzug. Was soll das? Mann, so ein Fick. Dann bekommen wir den fucking Panzerzug. Nein. Innerhalb von wenigen Sekunden haben wir schon über die Hälfte verloren. Alles klar, ich liebe dich, Game.
bist so eine Lebensrettung. So einer von uns. Da kam noch der Scharfschütze. Im Einstieg hat er mich gekillt. Ich habe so eine Riesenlust. So eine fucking Riesenlust, echt. Wo bin ich denn? Ja klar, setz mich nach hinten. Wo ist mein fucking Sniper gewesen? Da bleib stehen. Lass dich abschießen. Der Kick steckst mit dem E-Klei. Ich steck bitte zur Seite. Kann man bitte einer zur Seite einstellen? Das gibt's. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Wenn du dich leer aufbockst, ich schreie. Hab's seit langem nicht mehr geschrieben, muss man wirklich sagen. Aber ich habe auch mitgekriegt, in der 22 Folge höre ich mich so richtig lustlos an. Ich hab Lust auf die Games und ich habe auch Lust auf Aufnahme. Bevor das hier vielleicht jemand mal denkt. Ich weiß noch nicht, warum ich mich manchmal so anhöre. Dafür entschuldige ich mich natürlich. Aber jetzt gerade ist es, weil ich so viel Bock habe, mit so welche Runden zu spielen, genau. Zu spielen. Ist der Waggon kaputt? Junge, da war einer! Fahr weg, fahr am besten weg, ja, warum auch nicht? Was bist du für ein hässlicher Kunde? Du bist so ein Oberspacko und überfassler uns eingemäht. Warum fährt er im Kreis? Da soll er doch einfach mal stehen bleiben. Mein Gott, verdammt mich, auf so einen Scheiß habe ich jetzt keinen Bock. Ist mir jetzt scheißegal gewesen, ob ich gestorben wäre. Ja, da geht mir echt gerade die Laune runter. Ziel Friedrich verloren. Ja, ich will ein Fabelwesen haben. Vorwärts. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Wie bescheuert kann man einen Panzerzug vernichten? Wie bescheuert muss man sein, um Panzer so dämlich zu fahren und die Leute nicht zu sehen? Und ey, das gibt's doch nicht, wie dämlich muss man denn sein? Die Runde macht ja die macht überhaupt keinen fucking Spaß, aber wie gesagt, man muss auch mal die Runden zeigen, die mal scheiße sind. Zu zeigen, dass es auch mal Scheißrunden gibt. Ich sag bitte nicht, da ist ein Panzer. Da ist ein Panzer. Und ich nehme meine Panzerbüchse. Warum gehe ich eigentlich nie mit als Sturmi rein mit einer Panzerbüchse? Oh ja. Ich hab nicht gegen meinen Kopf zu schlagen und gegen meinen Tisch komme ich jetzt nicht. Die Runde tut doch nur weh.
Ja, kurz als Sani noch mal reingehen. Hier aussteigen. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Ja, wir verlieren das ganze Game, wenn das mal ein aufgefallen ist. So eine Scheißrunde. Ja. Ich gehe jetzt gar nicht mehr rein. Ich verabschiede mich eigentlich mal. Leute, nee. Also, ich Schluss aufs Ende. Beide Runden, also Galizien wäre eine geile Runde zum Spielen jetzt. Aber ich höre auf. Ich habe die Lust gerade richtig verloren. Wir haben es gerade bei mir. Haben wir es 17.07 Uhr. Und ja, komm, dann stimme ich ihm ab, wenn ich nicht weitergehen kann. Wie gesagt, ich springe alleine mal rüber. Bestes Team. GG. Keine Auszeichnung. Ein paar Pünktchen habe ich bekommen. 47 Minuten müsste ich nochmal spielen. Highlights habe ich da gezogen, was Statistik. Niederhaltungshilfen 2, Platz 4, okay. Ach nee. Leute, ich würde mal sagen, wenn ich der ganze Pod gefallen hat, gibt dann wenn ich einen Daumen unten. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht, dann bis zum nächsten Mal sagt. Ciao, ciao.